Guten Morgen, allwissende Peter, fragte mich. Dr. Allwissen, was hat es eigentlich mit diesen bunten Bildchen auf sich? Lachen, Party, melden, Video. Was? Ja, Peter, das fragen sich viele. Was hat es eigentlich mit diesen bunten Bildchen auf sich? Und was zum Teufel bedeutet eigentlich dieser Affe, der sich den Mund zuhält? Nun, diese bunten Bildchen sind Emojis. Nicht zu verwechseln mit Emojo, Emajo oder Glio, Eolio. Das sind ganz andere Sachen. Emoji ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung der Emoticons. Die Emoticons sind ja entstanden, um in der rein textlichen Kommunikation von Chat und E-Mail die sogenannte paraverbale Kommunikation zu ersetzen. Paraverbal heißt das Wort. Also alles das, was wir in so einem richtigen Real-Life-Gespräch mit Gestik, Mimik und Stimmlage zusätzlich zum eigentlichen Text ausdrücken. Und das ist manchmal wichtiger als die reine Information des Gesagten. Denn was als bloßer Text einfach nur Hallo, mein Name ist Dr. Alvesant bedeutet, kann im Real Life Hallo, mein Name ist Dr. Alvesant. Hallo, mein Name ist Dr. Alvesant. Oder Hallo, mein Name ist Dr. Alvesant. Heißen. Mit Emoticons kann man eben solche feinen Unterschiede auch im reinen Text ausdrücken, wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwann haben die Leute aber herausgefunden, dass man mit solchen kleinen Zeichen nicht nur die paraverbale Kommunikation ersetzen kann, sondern, naja, die Kommunikation überhaupt. Wie bei Ich habe so meine Zweifel, dass du die Wahrheit sprichst. Danke, Schatz, das ist wirklich lieb von dir. Oder Gehirn, Gehirn, ich bin ein gruseliger Zombie und fresse dein Gehirn. Ebenso Sätze und Phrasen, die man immer mal wieder braucht. Weil aber diese aus Buchstaben und Sonderzeichen zusammengesetzten Symbole so schwer zu merken sind und es dabei immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten kam, wie ging nochmal dieses schwärmende Gesicht mit dem verliebten Blick in den Augen? Ach so. Ach nein, Mist, das war die stinksaure Katze, die zwei Fäuste hebt. Hat man clever Emojis erfunden. Eine technische Errungenschaft, die es uns ermöglicht, von der komplizierten sprachlichen Kommunikation zurückzukehren zu unseren Wurzeln der Kommunikation in Bildern und Symbolen. Affe, der sich den Mund zuhält, durchgestrichen Wecker, Autobüroklammer beispielsweise, heißt so viel wie, ach du leuchtende Augen, der Wecker hat nicht geklingelt, ich komme zu spät zur Arbeit. Aber auch die Kommunikation mit dem Chef können Emojis vereinfachen. Hallo Chef, dürfte ich Sie höflichst um eine Gehaltserhöhung bitten? Oder bei Nachrichten, die man mal ebenso gedankenlos nebenbei schreibt. Schatz, ich liebe dich, willst du mich heiraten? So, jetzt habe ich das auch noch erledigt. Oder so ähnlich. Naja, nicht ganz. Denn Emojis kann man natürlich auch einfach nur ergänzend zum Text verwenden und dann kommt dabei eine ganz eigene Form der Kommunikation raus, eine Art Text-Bild-Kombination. Wie alles Gute zum Geburtstag oder ich bin reif für die Insel. Das sieht doch gleich viel besser aus als der bloße Text und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Was heißt jetzt nochmal der Affe, der sich den Mund zuhält? Schreibt ihr auch in Emojis oder benutzt ihr noch Smileys oder trefft ihr euch vielleicht sogar manchmal und redet miteinander? Nein, Quatsch, das macht natürlich keiner. Tschüss und bis bald.